月はないその方を伝う涙一つ So, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle Yu-Gi-Oh! Dueling Network und so mit Titanium 70. Hallöchen, liebe Leute! Ja, hi, da sind wir wieder. Ja, und ich muss irgendwas gegen meine Niederlagenserie hier tun. Es ist einfach nur schlimm. Steht schon 4-0 für den Herrn Titan. Ich weiß nicht, was los ist. Der Kerl hat zu viel Glück. Ja, wir fangen an. Wir nehmen wieder mal neue Decks. Weil wir haben da noch so ein paar Decks vor uns, wenn man vielleicht die Liste hier sieht. So ein paar. Das sage ich doch für ein paar Videos. Hm? Können wir fast ein ganzes Let's Play davon machen. Ich wollte es gerade sagen. Das ist schlimm. So, wir fangen an, oder? Direkt? Ja, ich muss noch mein Deck aussuchen, nämlich die Hierarchen nehme ich. Und ich nehme heute mal mein Cyber-Deck. Ich bin gespannt, ob das eine Chance hat. Oh Gott, ich werd sterben. Nee, diese Titoa bist du nicht. Nee, eher nicht. So, bin ich mal und gespannt, ob es in dem Part besser läuft. Na ne, du fängst schon mal an. Oder klickst wahrscheinlich auf 2, weil Cyberdrache. Ja, richtig. Hätte das nur erwartet. Ja, ne? So eine Karte habe ich auch in dem Deck auf das Spiel. Ja, ich krieg's natürlich auf die Hand. Ich kann überhaupt nichts machen. Ist cool. Aber ich krieg zumindest schon mal eine der besten Karten im Deck. Und das heißt, die beide sättig und bringt mir die was? Warte mal, für was war die gut? Ah, okay. Die wird erst später wichtig. Bester Zug ever. So, jetzt aktiviere ich die Falle hier. In der Runde meines Gegners kann ich ein Hierarchenmonster von meinem Deck auf den Friedhof schicken. Einmal pro Runde in meiner Runde kann ich einen meines gebannischten Hieratic Monsters auf meinen Friedhof zurückgeben. Wenn die Fallenkarte zerstört wird, wähle ich ein Hieratic Monster in meinen Friedhof und spezialbeschwöre es. Ach, so. Jetzt gleich. Und ich schicke auf den Friedhof. Warte mal, irgendein Hieratic Monster? Da könnte ich hier fast sagen, ich nehme die. Das ist nämlich ein Gemini-Monster. Und jetzt bist du. Was mache ich denn? Ich muss ja schon wieder lesen. Okay. Mein Gott. So, zeige ich euch mal, was ich da auf der Hand habe. Ja, Computer, ich weiß, dass du leidest. Ich kriege immer eine Fehlermeldung. Was mache ich denn? Das ist eine sehr gute Frage. Das und das. Und da greif dich an. Hey! Wahnsinn, ne? Ich würde die besten Karten in mein Deck. Wow. Das gefällt mir schon gar nicht. Oh, jetzt kann ich natürlich ein gebannischtes zurückholen, bringt mir aber herzlich wenig. Aus einem ganz simplen Grund. Keine Wegenphase aktiviert erstmal das. Okay. Das Spiel wird jetzt zu deinem Monster und wenn du das angreifst, wird es zum Angriff von deinem angreifenden Monster. Ei. Okay. Na, wobei, damit komme ich klar. Weil du Monster auf dem Feld hast und ich nicht, kann ich das aus meiner Hand spezial beschwören. Anschließend kann ich es opfern, um dieses Monster aus meiner Hand spezial zu beschwören. Wenn der Tefnuit, oder wie auch immer man ihn ausspricht, geopfert wird,
hole ich mir ein Normal Heretic Monster aus meinem Deck. Nein, falscher Modus. Im Angriff Vollex. Und dann ist mein Zu noch der Zauberkartenzerstörer. Alles klar. Was? Dann ist mein Zug noch der Zauberkartenzerstörer. Ist gar kein Zug. Der ist Heretic Dragon of Zu. Der kann Zauberkarten zerstören. Ach, mein Zug. Ja. Verstand, mein Zug? Mein Zug. Ich habe schon gedacht, es gibt keinen Zindersatz. Ja, der Satz geht. Ja, Kovion ist ja gut. Diese meine Federwelt bringe ich mich auf. Okay. War die schon vorher mal da? Nein. Seltsam. Schön. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Greife. Du nimmst keinen Kampfschaden mehr, ne? Nachdem die Karte zerstört wird. Ja. Aber den Schaden kriegst du noch, die zwischen dem und dem Vieh. Wenn this card is targeted for an attack, you take no battle damage. Oh. Also auch den Schaden nicht. Dann bringst du mir überhaupt nichts, das Vieh anzugreifen. Das ist richtig. Mach ich erstmal das, was ich vorhatte, nämlich das hier. Nein! Falsch. So. Mit null Angriff vernichtet. Super. Da das Vieh sich selbst wieder beschwört, es bringt überhaupt nichts, das vorzugreifen. Dann würde ich sagen, ich opfere das. Ich habe ja nicht normal bevor in der Runde. Und setze ihn. Wie hast du spezial beschworen? Ja. Wie? Cyberdrache-Effekt. Was? Ja. Das ist mein Cyberdrache in dem Deck. Na ja. Und setze ihn. Wenn der Zu wieder geopfert wird, hat er natürlich wieder den Effekt. Das heißt, ich schmeiß wieder ein Vieh auf den Friedhof. Auf den Friedhof? Was? Falsch! Völlig falsch. So, und jetzt bist du wieder dran. Ich hab hier meine Falle. Oh, ich krieg heute Karten, ne? Ja, warte. Wo hab ich denn Start? Ich krieg heute echt Karten. Das ist Hammer. Okay. Ich krieg alle Maschinen, Monster von mir. Nee, sogar auf dem Feld, 200 Angriff. Diesmal mit Monster zerstört wird nicht 2. Chunk kauft das. Okay. Was tue ich jetzt? Hey! Ich krieg heute Karten, das ist der Wahnsinn. Das Gute hatte ich schon lange nicht mehr. Oh, das ist natürlich schön. Ich hoffe, man hört da keine Ironie raus. Das wäre fatal. Bestimmt nicht. Warte mal. Warte mal. Ich krieg das hin. Ich flipp erstmal das Teil hier. Ja. Ich bin gerade in der Krise. Moment, ich hab sie gleich hier. Ich hab jetzt so viele Karten, die mir irgendwie was bringen, ne? Es ist schlimm. Ich hab's gar nicht. Ich aktiviere erstmal die Karte. Damit hole ich die Heretic Monster aus meinem Deck. Ja, warum sind diese Karte? So. Jetzt flippe ich die hier. Und beschwöre sie nochmal, weil Gaming-Monster. Die Karte kann ich opfern und ein Heretic-Monster, außer sich selbst, aus dem Deck, Hand oder Friedhof in Face-Up-Defense-Position zu beschwören. Wie? Und jetzt, was hole ich? Was macht die hier? Ich könnte mir meine Zerstörer holen. Zerstörer. Ich könnte mir. Ich hole mir mein Angriffsviech. Das wird am klügsten sein. Ah, der hat noch 700 Def.
Ja, der Gemini-Effekt von dem Teil ist nicht schlecht, aber es gibt nicht viele Hierarchen, die wirklich dazu passen. Leider. Ich werde mir... Es ist nicht schwer. Ich bin ja fast versucht, mir das Ding hier zu holen. Aber wäre das nicht ein bisschen übertrieben? Diese Züge vom Herrn Dieter, ne? Die dauern ja... Sorry! Wäre nix Xara, aber der hat ja noch so ein anderes schönes Deck. Ja, ne? Da bin ich mir gegen Spielspieler 95% der Zeit. Und ich hol mir das Ding. Komm fast gar nicht dran. Ich wollte, ob wir da auch mal Battle machen. Ah, bestimmt. Weil da die Videos ewig dauern. So, ich hol mir das Ding hier. Das ist mein Zauber. Nee, mein Monsterzerstörer. Und dann aktiviere ich die Chaos Song. Jedes Mal, wenn ein Monster gebanished wird, egal woher, platziere ich einen Chaos-Counter auf dieser Karte. Für jedes dieser Monster. In jeder meiner Runde kann ich 4 oder mehr Chaos-Counter von meinem... Was? Kann ich 4 oder mehr Chaos-Counter von meiner Seite vom Fell entfernen? Und ein gebanishedes Monster mit einem Level gleich dies der Anzahl der Karten spezial beschwören. Wenn die Karte auf den Friedhof geschickt wird durch einen Karteneffekt, adde ich mir ein Licht- oder Finsternismonster aus meinem Deck meiner Hand, dessen Level gleich der Nummer der Chaos-Counter auf der Karte ist. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was will die Karte in dem Deck? Ganz einfach, ich spezial beschwöre jetzt meinen Zutec und der spezial beschwört sich, indem ich 3 Normal-Monster aus meinem Friedhof banische. Das sind natürlich die Minis, das kann ich auch weghauen. Und das Ding kriegt 3 Counter. So, dann kann ich gleich weitergehen, nämlich den Effekt... Moment, ist das im Kampf zerstört? Ja. Jetzt kann ich nämlich den Effekt von meinem Zutec aktivieren, ein Monster aus meinem Friedhof banischen, ein Drachenmonster, und eine Karte auf dem Feld zerstören. Das? Und greif dich an. Ich kann schon wieder aufgeben. So, und jetzt kann ich noch in meiner Runde dank meiner Falle eine gebanischte Karte auf meinen Friedhof zurückbringen. Aber übrigens, das Ding hier ist bei 4 Karten. Komm, mach mal. Schade eigentlich. Okay, warte. Damit kann ich mir ein Licht- und Finsternismonster holen. Und damit kann ich mir ein beliebiges Heretic Monster aus dem Friedhof spezial beschwören. Okay. Ja, komm. Machen wir es gleich so. Ey, ja! Du beschwörst jetzt ein Monster und dann, das hat bestimmt mehr als 400 Angriff, dann bin ich tot. Hat es. Siehst du? Ja. Wow. Wow. Okay. Langes Duell, langer Zug. Nee, vor allem langer Zug, weniger langes Duell. Aber wow. Ich glaube, wir müssen diese Battles mal auf einen anderen Tag aufnehmen. Ich habe heute überhaupt kein Glück. Wir haben nämlich schon die letzten 2 Duelle am Stück aufgenommen. Und das hier. Mhm. Keine Fusion von dir. In dem Cyberdeck. Interessant. Na schön. Dann, hier ist übrigens mein Deck, könnt ihr euch wieder ansehen. Wahnsinn in Dosen. Habt ihr das meiste davon gesehen? Und auf geht's. Das läuft auf einen 6-0 aus. Ich glaube noch nicht dran. Meinst du, das letzte hier gewinne ich? Ja. Hat ihr danach kriegt er noch eins. Stimmt. Der hat mich jetzt überhaupt anfangen lassen. Na, ich? Natürlich. Diese epischen Züge der Epicness. Wow. Was ist das denn? Hast du wohl noch gute Karten, ja? Komm. Naja. Gut, will ich jetzt auch nicht diddeln, aber... Hallo, Scha. Ich kann schon was machen. Ausnahmsweise.
Okay, wie mache ich das? Ich habe mehrere Optionen. Übrigens, schaut euch mal die beiden Karten an, fällt euch dabei was auf? ich spezial beschwöre ihn hier, weil du ein Monster hast. Natürlich, als eigener Cyberdrache. Klar doch. Wer spielt hier mit Cyberdrachen? Du dich? Ich glaube manchmal nicht. Warte mal, den kann ich normal beschwören, ohne zu tributen und. Aber wie machst du das eigentlich, dass du heute immer am Anfang die gleichen Karten auf der Hand hast? Skill! Alter, Fehlermeldung, du regst mich auf, weißt du das? Okay. So zum vierten Mal jetzt schon. Ich werd blöd. Dich kann ich beschwören, dann hole ich mir den. Okay, der Effekt bringt mir nichts. Aber ich kann's schon mal so machen. Okay, ich opfere jetzt meinen Tefnut. Und spezial beschwöre den. Damit kann ich ein Monster auf dem Feld zerstören. Also das bist du wieder. Und dann... Normal beschwöre ich, oder? Nee, er bringt mir normal beschworen weniger. Dennoch, ich klicke mal auf dem Feld, nur damit es mal lustig aussieht. Ich kann den hier mit 1000 Angriff normal beschwören. Und anschließend aktiviere ich den, dem dunklen Vieh seinen Effekt. Ich opfere ein dunkel Monster. Vieh, das sind beide dunkel, die sehen übrigens genau gleich aus, die Karten. Richtig, Copy-Paste! Der eine mit Mond, der andere mit Sonne. Hart. So. Den mit dem Mond aktiviere ich seinen Effekt. Ich kann ein Heretic Monster tributen. Von mir meiner Hand oder meiner Seite vom Feld. Um ein Monster, das du kontrollierst, zu zerstören. Ich wähle natürlich das Ding. Zerstör das. Wie ich meine Falle. Ach, dann tun wir einen Cyberdrachen selbst. Und beschwören Cyberbarriere-Drachen außen. Nee. Du Hund. Alter. So. Wir haben hier null Chance lässt. Jetzt kann ich mir seinen Effekt nicht aktivieren, denn jetzt wurde quasi mein Monster prejudet. Hat wieder natürlich den hübschen Effekt. Ich hole mir so eine Kugel. So langsam ist es Zeit für die Battle-Phase, also auf geht's. Brrr. 2000 Schaden, das kennen wir doch irgendwo, ja. Ja, ja. Ach, die gute alte Zeit. Beschwört den hier. Da den Effekt nicht reveal eine Zauberkarte. Dann wird er zum Cyberdrachen und füßt zur Endphase. Die aktiviere ich gleich. Damit kann ich eine Karte auf dem Feld zerstören. Okay. Und wenn der angreift, kriegt er 300 Angriff dazu, aber das ist egal. Hat eine 0 haben. Geil. 8 Sterne-Monster, 0 Angriff, 0 Griff. Ja. Wie mach ich's? Ah, warte mal, ich kann den seinen Effekt aktivieren. Was kann ich denn noch tun, außer den seinen Effekt? Warte mal, ich kann den seinen Effekt aktivieren. Ich kann mir was holen, die Kugel und... Schöner Zug. Ich aktiviere die Karte. Mit Spezial beschwöre ich ein Heretic Monster aus meiner Hand. Dann aktiviere ich die Karte damit. Naja, ihr wisst auch, was sie tut. Ja. Warte mal, war es der Mond oder der Sonne? Mond. Schon so. Wieder Monster weg. Das ist nicht toll. Dann aktiviere ich den Effekt meines Seals, also dieses komische Eis, als was man immer so sehen will. Nachdem ich jetzt nochmal davon ab. Wie, was? Was? Was aktivierst du? Ich aktiviere mein Gemini-Monster. Wie ist das gerade genannt? Ei! Was ist denn das sonst? Keine das Ahnung. Ist kein, das ist nicht Ei gesagt. Egal, mach weiter. Was habe ich dann gesagt? Weiß ich nicht mehr. Okay. Jedenfalls, ich Gemini beschwör's. Aktiviere anschließend seinen Effekt. Gemini beschwör's, genau. Ja, wie soll ich denn das sonst? So. Und hol mir jetzt ein Viech. Was bietet sich da am besten an?
Ich bin sonst geneigt zu sagen, du bringst mir am wenigsten im Duell, ne? Hat's nicht irgend so ein Vieh, wenn's beschworen wird, irgendwas nützliches? Nee, gibt's nicht. So kann ich ein bisschen rumtribuieren, das ist aber auch sinnlos. Nein, dann hole ich mir mein... Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? 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 Da! Ja. Kleines Zitat. Warte. Dann aktiviere ich den Effekt meines Nebels, zerstöre die Karte, opfer ihn. Wenn der geopfert wird, hole ich eine Kugel. Das ist so schlimm. Return of the 2000 Schaden. Ja. Zwei Runden okay. So und zu und ich bin tot. ich muss jetzt ganz schön viel raushauen. Den wow! Krieg den mal, ja? Krieg ich mal den Cyberdrachen, ja? Aha. Der Hai. Ha. Tschüss. Ha. Konnt mal was machen. Der Wahnsinn. Aber seht ihr mal meine Züge, wie schnell die gehen im Vergleich zum Handitan-Seine. Ich will ja nichts sagen. Ja. Natürlich, Alter, wie seid ihr immer Viech? Wahnsinn, was du heute für Karten bekommst. Ah, den hatte ich schon vom Anfang vom Duell. Ich brauch nur 3 Kugeln. Was banish ich denn? Ich hab schon mal 7 gebanished und gebe mich schworen, ich zerstöre eine Karte. Und greife den Cyberdrachen. Schon wieder alle weiter Monster weg. Wahnsinn. Ja, das sollten geben und nehmen. Jetzt habe ich leider keine Karten mehr auf der Hand. Und somit ein Problemchen. Ja, toll. Du hast ein 2800 Angriffsmonster. Hey. Ja, wenn ich jetzt ein Monster bekomme. Oh, schön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Benne stehen. Oh. Und jetzt darf ich angreifen. Alter. Ich bin tot. Ja. Alter! Ich sag nichts mehr dazu. Ich bin beleidigt. Okay. Ich kann's verstehen. Oh. Alter, was zum Teufel? Ich kann's verstehen. Ja. Kleines Resümee. 3 Matches. 3x2:0 verloren? Eieieiei. Schreibt's in den Kalender. Aber schreibt's in den Kalender, ach du Heilige. Wenn ich mir vorstelle, wie solche Duelle gegen zum Beispiel das Cyberdeck sonst ablaufen. Weil ich hab nichts zusammenbekommen, ne? Keine einzige Fusion. Nicht mal eine. Ja, das. Krass. 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 Ja. Und wie es halt immer mit uns ist. Wenn du nichts bekommst, ja, ne, bekomme ich das krasse Zeug. Ja, heute 6-mal. Krass. Na gut, Bartwelle waren schön und knapp, aber ja, trotzdem 3:0 in 3 Matches. Interessant. Ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann erstmal für die erste Session. Ich gehe jetzt leise weinen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht demnächst irgendwann wieder. Ich weiß nicht, wann wir nochmal aufnehmen. Ja, von mir aus gerne und immer und sowieso, ne? Und immer, okay. Ja. Aber heute nicht mehr. Ich habe heute so wenig Glück. Oder gar keins. Ja. Wollen Sie die Abschlussworte sagen? Naja, meine abschließenden... Winner in der Club. Meine abschließenden Worte, mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Hm. Es waren... wieder allen Erwartens 6 schöne Duelle. Naja, fand ich jetzt nicht so. Naja, natürlich. Letztlich habe ich gewonnen und du hast da mal Müll bekommen. Aber es war nicht solche, hey, 2 Runden Duelle. Ja, das stimmt.
was wir sehr oft haben. Ja, der, meine eine, zwei Runden Duelle hast du ja blockiert. Ja, husten. Wer ist das geworden? Sonst kann ich das nicht. Also ich bin echt begeistert über diese kleine Let's Battle Session. Dass ihr am Ende gewonnen habt, macht die Sache nur noch schöner. Ja. Und ich würde mal sagen, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich auch. Hoffe ich dann mit mehr Glück. Ja, wir werden sehen. Und natürlich wieder mit anderen Decks. Wir haben ja noch genug. Ja, so ein paar haben wir da noch. Vielleicht auch noch ein kleines Rematch mit den Cybers. Ja, das war ja gerade. Bei den ganzen Decks haben sie versagt. Gut, das Batterie lief einigermaßen. Da hat es einfach zu starke Kontermöglichkeiten. Richtig. Naja, okay. Wir sehen uns dann demnächst. Bis dahin. Ciao, liebe Leute. Tschüssikowski.